Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe hier den guten Abo. Grüß dich, Abo. Hallo, grüß. Wir sind in Marokko, in Agadir. Sag mal, Abo, da musst du aber noch aus, das Handy, du. Ja, pass auf, Leute, wir werden heute traditionell essen, Abo, ne? Du kennst dich gut aus in Agadir, du weißt, wo man gut speist. Du hast uns zwei heftige Restaurants rausgesucht, ja, ne? Eine Spezialität für Fisch. Ja. Und den zweiten ist La Marina Pur Passion. Okay. Das ist international à la carte. Also würdest du sagen, hier in der Umgebung kann man sagen, zumindest zwei der allerbesten Restaurants und auch lokalen Spezialitäten für einheimische Sachen. Ja, kann man das so auch ausdrücken. Okay, ich freue mich, Leute. Ich freue mich. Aber wenn losfischen, mich würde freuen, wenn du jetzt einmal Let's Go in die Kamera sagen würdest. Dann Let's Go. Let's Go. Denk dran, Kommentare vollknallen. Unbedingt auch die Glocke an. Schreibt mir in die Kommentare auch. Es geht jetzt ins Ausland. Sohnemann ist ein bisschen älter. Wo soll's hingehen? 50 Euro Gutschein an irgendjemanden. Einfach so, pinne ich an. Genau, lass den Daumen oben glühen. Den Daumen oben glühen. Und ja, wo soll's hingehen? Ich habe keine Ahnung. Auslands-YouTube, oh, was interessiert euch? Es gibt schon viel. Ich will das machen, wo ihr Bock drauf habt. Jetzt geht's los ins Taxi. Das ist kein Taxi, ein Mercedes. Ah. Das ist Said. Ah, Said. Ja. Hallo, Said. Du kannst gut Englisch? Ja. I can speak English very good. Du. Ja, ja. Abo, du 31er, ich dachte, wir sitzen zusammen hinten. Ah, okay. So, Abo, wir lassen uns das so richtig schön gut gehen, ne? Ja. Du willst auch was essen, ne? Ich lade dich ein. Du kannst hier so richtig schön den Bauch vollschlagen. Hab ich nicht gewusst. Ja, doch. Ich hab schon gegessen. Ehrlich jetzt? Ja. Abo, denkst du, ich esse die ganze Zeit da komplett und lass dich sitzen? Nein, nein, nein. Wir werden heute auf meinen Nacken, wenn wir so richtig schön speisen, wir gucken. Du trinkst schön einen Tee, marokkanischen ja, Tee. Wir, ja. Okay, okay, gucken wir mal. Wir werden euch ein bisschen auf die Fahrt mitnehmen. Viel Bauarbeiten. Ja, wie kommt das Abo? Wieso? Ja, die wollen Agadir schöner machen. Hallo? Ja, Italien. Abo, Abo. Wofür bezahle ich dich, Abo? So, mal ein paar Informationen für euch nebenbei, Leute. Ich habe letztens mit Abo schon geredet. Hier ist, sag ich mal, wo die Hotelgegend ist, sehr reiche Gegend. Da kostet das so umgerechnet 500 Euro sogar eine Wohnung zu mieten. So generell in Agadir 250 Euro Wohnung. Und was verdienen Leute in Agadir im Schnitt, oder in Marokko, würdest du sagen? Das niedrigste, versicherste Lohn für alle Anfänger. Die sind 350 Euro, also ein Durchschnitt um die 500, 600 Euro. Ja. Die Familie leben zusammen einig. Ah. Das heißt, zwei, drei arbeiten für die gesamte Familie. Bei uns in Deutschland aber ist es ganz anders, wenn du 18 bist, erwachsen oder auch ein Mensch später, alle gehen weg, jeder für sich alleine. Interessant auch mal zu wissen, wieso die Kulturen, wie unterschiedlich das ist und nicht immer alles so, wie bei uns sein muss, alleine. Und wenn bei uns jemand mit 30 noch bei Mutti wohnt, dann wird er ausgelacht, so gefühlt, ne? Wisst ihr, wie ich meine, aber kann ja auch was Schönes sein. Darf ich fragen, was verdienst du so im Monat? Ich verdiene mein Einkommen, somit bin ich mit dem Monat genau knapp. Bei mir auch, Abo, immer von Hand in den Mund. Ja. Ach, Hilton ist auch hier. Die hat einen schönen Schmuddelfilm, hat die gemacht, ja, weißt du? Hast du gesehen? Hab ich, ja. Ja? Ich auch. Lass das nicht deine Frau sehen, Abo. Mit viel Fantasie, Leute, kommen da jetzt unsere Fische her, die wir gleich auf dem Teller kriegen. Zieht euch das mal rein. Hier essen wir gleich direkt am Meer. Wirklich so heftiges Wetter, Mann. Das ist echt so angenehm. Die Luft, das ist krank. Das kannst du immer wieder sagen, krank. Da sitzt man dann und hier mit Blick aufs Meer. Richtig heftig. Zieht euch das rein. Ich essen Meer, essen Meer. Geil, Mann. Abo, wie geht's jetzt weiter? Können wir auch in die Küche rein? Das geht nicht. Ah, schade. Ich stecke ihm ein bisschen Geld zu. Nein? Ah, scheiße. Wasser am Ohr, Leute. Das geht nicht raus. Mehr Wasser. Hier wird direkt gegessen.
sagen muss, ist Abo. Hast du schon eine Empfehlung für mich? Irgendwas, was ich probieren muss. Mehr als Früchte. Das hier sagst du, muss ich probieren. Ja. Ich richte mich nach dir. Ich werde das nehmen einfach. Ja, mehr als Früchte ist gut, ja. Möchtest du eine Vorspeise? Ja, warum nicht? Vorspeise, dann diese Gemüsesalate. Gemüsesalat, ja. Sagst du? Und danach kommt Hauptgericht. Dann nehmen wir das beides. Beides, ja. Das langt für diesen Laden wahrscheinlich, ja, ne? Danach fahren wir zum nächsten. Ja, ja. Ich sag's nochmal, Leute, nicht wundern, dass ich so ölig bin. Das ist Kokosnussöl gegen die Sonne. Auch Haare, überall ist was drin, ne? Nicht, dass ihr euch wundert hier. Voll schmierig, aber geht nicht anders. Nimm das immer als Sonnenschutzöl. Lichtschutzfaktor 10, langs. Abo, sag mir doch vielleicht, diese Soße. Oder das ist eine Tomatensoße, ja? Mit Paprika, die ist ein bisschen, ja, scharf. Damit, die gibt Appetit, da kann man mehr essen. Und das ist ja eine Soße. Mayonnaise und sowas, ja. Die scharfe Soße interessiert mich mal ein bisschen. Vielleicht scharf, recht neutral, sage ich mal. Mal die Mayonnaise hier. Schön mit Kräutern angemacht. Alles zu Hause selbst gemacht. Ne? Auch die Tomatensauce, nicht besonders kräftig im Geschmack, aber ich kann mir richtig geil vorstellen, zum Fisch begleiten, fruchtig, natürlich einfach. Wie als hätten die Tomaten einfach zerstampft und da reingehauen. Ist lecker. Das sieht schon mal köstlich aus, Abo. Das ist unser guter Taxi-Driver. Thank you. Er ist heute mit, ich habe ihn eingeladen natürlich, bevor er draußen im Taxi sitzt und wartet. Wir starten mal hier jetzt mit dem Thunfisch erstmal. Ich dachte erst Dosenthunfisch, aber ist kein Dosenthunfisch. Ganz frisch, nicht so komprimiert, sondern richtig, als hätten die ihn aufeinander geschichtet und einfach nur gelegt. Wisst ihr, jetzt zerfällt im Mund. Geil. Ich könnte jetzt nur den Thunfisch essen, glaubt mir, das ist eine andere Welt. Hier haben wir jetzt die Shrimps. Ganz frisch. Das ist natürlich Schwachsinn, ne? Aber hier spielt jetzt die Fantasie mit. Schmeckt fast fruchtig, ich schwör's euch. Meeresfrüchte, wie man so schön sagt. Andere Liga, Leute. Rote Beete. Frankese, schwarze Oliven, grüne Oliven. Schöne Olive. Traumabo. Eigentlich würde das lang. Einfach nur den Salat, ich sag's dir. Und nach Hause danach. Tastes good, Fred. Ja? Ja. That make me happy. Armer Abu hat schon gegessen. Ja, er dachte, ich mache nur Fotos. Ich schwör's, ich habe ihn gebucht hier. Komm hier, Abu, ein bisschen Cash-Mash. Dachte, ich mache nur Fotos. So, Leute, wir snacken uns hier jetzt noch durch. Den Rest lassen wir uns einpacken, beziehungsweise kriegt er eine Zeit mit für Familie. Guck mal, hier auch noch Reis in der Mitte. Und dann Calamars. Calamares, ich bin in Deutschland nicht so der Meeresfrüchte-Fan, aber hier ist das Feeling ganz anders. Ich weiß nicht, ob's, weil du denkst, das kommt hier aus dem Meer gesprungen, aber es ist irgendwie frischer, es ist geiler, es ist was ganz anderes. Das ist Calamares. Das, was ich eben hatte, das war Tintenfisch. Das macht mich fertig, das Essen, Leute. Das macht mich fertig. Krake jetzt hier. Krake macht mich komplett platt. So fest und gleichzeitig zart vom Biss, vom Fleisch. Absolut Erlebnis. Ich bin niemand, der in ein Restaurant geht und Salat bestellt. Irgendwie mit Putenbruststreifen oder so. Hier will ich sofort hin, diesen Salat bestellen. Und das sage ich zum ersten Mal in meinem Leben. Sonst nicht, nur das. Da machst du mich glücklich, Abu. Das Restaurant ist der Hammer. Als Deutscher für mich kenne ich so nicht. Jetzt gehen wir zum nächsten Gang. Was für ein Fisch ist das hier? Merlon. Und das hier? Das ist wieder Tintenfisch. Tintenfisch? Ja, aber gegrillt. Und was haben wir hier? Das ist Calamares. Calamares. Das ist Schwertfisch. Schwertfisch? Schwertfisch. Das ist mal ein Teller hier. Das hier ist Seezunge, ja? Ja, kleine Seezunge. Muss man die Haut weg. Und dann ein bisschen Zitrone drauf, schau mal. Okay. Ja. Und dann nur die Bärfleisch essen. Heißi. Direktes Fazit, einfach genial. Zartes Filet, so wie es sein soll. Die andere Seite ist mal normal. Ja. Okay, man hat quasi eine Seite mit der Frische der Zitrone, die andere Seite mit der Panade. Dann nehme ich mir noch einen, Leute. Das ist Merlot. Ja. Hier kann ich abklappern. Ja, war das zwar. Hier ist Pflicht, Leute. Da muss diese Limette drauf. Der Geruch alleine schon. Sehr schönes Erlebnis, Mann. Da bin ich dankbar für.
Das war auch Calamares, ne? Ja. Ich mach trotzdem nochmal mit Limette. Limette muss auch darauf. Abo hat keine Ahnung. An diesen Calamares und Tintenfisch flasht mich so diese Konsistenz, so bissfest, aber trotzdem weich. Deswegen wollt ihr immer frittiert Tintenfischringe früher. Kannst du Müll schmeißen. Das hier ist geil. Das schmeckt. Ja. Mich flashen schon wirklich allein diese Konsistenzen. Das ist jetzt wieder so wie Hähnchenbrust, ein bisschen ganz mager, ganz zart, aber trotzdem. Was war das hier nochmal, Abu? Das ist Hauptschwertefisch. Kommt mir fast wie Hähnchen vor. Nein, nein, ist keine Flügel. Also für mich absolutes Erlebnis heute. Noch einmal hier den Schrimp. Zur Bewertung werde ich später auch noch was zu sagen. Ich werde das ganze Restaurant für sich bewerten, weil für mich war alles durchweg heftig. Du stellst drei Gerichte hin. Durchweg keine Schwachstellen. Wir pilzen rüber, Leute. Das nächste Restaurant. Irgendwie voll leicht das Essen. Ich habe zwar echt reingehauen, aber ich habe noch heftig Hunger. Schön fleischig jetzt. Ja, jetzt geht's weiter. Puh, jetzt sind wir gleich da, Leute. Ich bin richtig gespannt, Mann. Richtig gespannt. Richtig geil aus. Ich war gerade schon drin. Ist übrigens jetzt halt Mittagszeit, deshalb nicht so viel los. Und abends ist hier die Hölle los, wohl. Da ist die Holle los. Der war schlecht. Big Auszeichnung am Start hier. Hui. Wir müssen kurz warten, bis die Musik da ausgestellt wird. Da vertreibe ich mir noch mal ein bisschen die Zeit, um euch The History of Passion mitzuteilen. Mr. Carell, a man personality in love with the land, decided to treat it with great affection and respect. Den Rest erspare ich euch. We need traditional Moroccan food with meat. Schöne Gemüsesuppe erstmal. Kalte Gemüsesuppe. Richtig frostig. Sehr mediterran, sehr würzig. Nicht so intensiv tomatig wie eine normale Tomatensuppe. Was haben wir hier? Das hier? Schmeckt wie so ein Mix aus Sahne, Eis, Sorbet. Ich merke das schon an der Sahne. Ich schwör's euch, die Sahne so intensiv sahnig. Ich weiß nicht, ob die Gefühle mit mir durchgehen, aber kann mich nicht daran erinnern, so eine intensiv schmeckende Sahne mal gegessen zu haben. Zusammen mit dem Sorbet. So eine kleine Portion leider. Ich hätte das Glas hier ab. Hätte ich eher davon genommen. Ich sag's dir, geil. Guten Appetit. Dankeschön. Besser hart. Man lernt gerne dazu bei sowas. Traum. Wenn man das jetzt vergleicht mit den hochklassigen Restaurants, wo ich war in Deutschland, ganz anders im Geschmack, so kann ich überhaupt gar nicht richtig beschreiben. Du merkst, selbst gemacht, frisch, Gedanken gemacht, mega, Leute. Also ich kann mich jetzt nicht zu satt essen, aber ich muss. Aber ich habe alles dreckig gemacht, hast du gesehen? Aber hat gerade so geguckt, so. Der Geschmack kommt mir so bekannt vor, aber ich weiß nicht, was ich da gerade rausschmecke. Wenn da Knoblauch mit drin haben in dem Olivenöl. Und das in dieser Verbindung schön stehen lassen, wie das Knoblauchöl auch auf Pizza drauf. Das ist Aubergine. Aubergine, ne? Ja, Oliven. Mhm. Ganz hausgemacht. Traum. Traum. Das ist Lamm. Lamm ist das. Mandeln oben drauf, seht ihr, Leute? Da unten scheint Kartoffelpüree. Und Spinat. Ah, Gemüse und Pommesfüße. Und Pommesfüße dazu? Ja. Das fällt vom Knochen ab, Leute. Ja, sehr zart. Das so fällt Fleisch komplett ab. Ich möchte nicht wissen, wie lange das gegart ist. Das wird lange gegart sein, ne? Ganz, ganz süß. Sehr süß. Traum, Leute. Also erstmal ist es butterzart. Ich glaube, das hat man gesehen auf den Aufnahmen zu 100%. Ich wäre einfach nicht auf die Idee gekommen, hätte ich selber gemacht, das so süß zu machen. Das ist wirklich richtig lieblich, geil. Und wer auf süß im Essen steht, so die Ahmed-Fraktion, immer süß im Döner, wisst ihr? Dieses Ding, Mann. Hat immer süße Soße da drin, wisst ihr? Kuss an Ahmed, geht raus. Der Spinat richtig knackig noch. Ganz knackig im Biss. Wow. Habt ihr das gesehen? Ja. Wow, fällt runter von allein. Einfach runtergefallen, Leute. Und jetzt wisst ihr, wie das sich bei mir im Mund anfühlt. Das ist einfach so ein Essen, wisst ihr. Das will man, dass das nie zu Ende ist.
Vielleicht fühle ich es auch nur so, weil es marokkanische Küche ist. Noch nie so gegessen. Für Leute, die Essen lieben, Essen genießen, für Essen sterben würden, so wie ich. So Kleinigkeiten, wisst ihr? Mandeln. Nicht einfach reingetan, sondern richtig scharf angeröstet. Die geben die Süße? Alleine das, sagst du? Da muss aber ein bisschen Zucker abo, glaube ich. Ehrlich nicht? Lass uns fragen. Honig, ne? Okay, kein Zucker, aber Honig. Ganz angenehm, geil süß, wirklich. Noch unten das Püree. Cremig, frisch. Auch die Soße hier, Leute. Mhm. Dann könntest du mir zu trinken geben, Abu. Die Soße hier unten, ich würde die so. Traum, Leute. Die beste Soße ist die Seele des Essens. Sagt man das bei euch so? Ja, ungefähr, ja. Nochmal zur Bewertung jetzt vom Fischrestaurant. Hätte ich zum Beispiel 9,5 gegeben. Ich war auch da mehrmals in diesem Restaurant mit meiner Frau und Kinder. Kriegt von mir immer 9,5 Punkte. Und das ist hier auch einer von den besten. Kriegt auch die gleichen Punkte. Also ich hätte hier auch gesagt, keine Ahnung, würde ich eine 9,6 geben, das ist Traum. Das ist einfach was anderes, andere Liga. Das ist mit Liebe gekocht. Da steckt viel, viel Liebe, Leidenschaft und Passion hinter. Und letzter Gang für heute, Abo. Was finden wir hier vor? Kannst du das sagen? Es ist auch Lammfleisch. Auch Lamm, ne? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe einfach zum Kellner gesagt, bitte empfiehl mir was. Und ich habe kein Wort verstanden, so wisst ihr? Rind. Kleines Steak. Die Soße ist nur aus Karotte. Ich habe gerade im Gedanken gehabt, vom Niveau hier, wie in Buxtehude das Restaurant. So nur auf marokkanische Art, das war ja auch sehr hohes Niveau. Gefühlt hier auf jeden Fall kein Stück schlechter, wenn dann eher besser. Da kann ich nicht sagen, so viel habe ich hier ja nicht probiert. Aber dieses Püree, so hatte ich es auch in Buxtehude beim, sage ich mal, Nobel-Restaurant in Buxtehude. Erstmal schön der Schaum hier. Sehr intensiv. Eine schöne Chili-Note noch dabei. Oh, geil. Schönes Gemüse testen wir natürlich auch noch mal an. Schöne Zuckerschoten. Schönes Spiel mit dem Salz. Salz ist so eine gefährliche Sache beim Essen. Genau auf den Punkt. Schön intensiv, warm, nicht zu doll. Trotzdem kommt es schön reingeschossen. Aber an dem Punkt, wo es irgendwie zu wird, hört es auf. Mega. Knackig. Schön im Biss noch. Auch Punkt das Gemüse. Jetzt mal ein bisschen barbarisch reinbeißen, weil ich jetzt nicht abschneiden kann. Eine Delikatesse, sagt Abo, ne? Schmelzt im Mund. Eindeutig hat es auf den Punkt gebracht. Ihr seht auch hier, wie schön rosa das in der Mitte noch ist. Und zu dem Essen kann ich einfach nicht mehr viel sagen. Auf den Punkt gebracht ist halt, sag ich mal, der Art ähnlich, kriegt man es halt auch in Deutschland. Es ist eher die internationale Küche aus diesem Restaurant. Also das ist einfach ein Essen, das darfst du gar nicht voreilig bewerten. Du musst dich damit beschäftigen. Kommt hier auf einmal nochmal was mit Pilzen um die Ecke. Hier unten verborgen. Hast den schönen Geruch von den Pilzen in der Nase. Wunderbare Pilze, wirklich. Mega, so geil im Geschmack, so intensiv. Ich pflück ja selber auch Pilze in der Pilzsaison. Pilze von diesem Geschmack habe ich bisher nur selbst gepflückt gegessen. Nicht gekauft, ganz geil. Wir gehen zum Nachtisch rüber. So, aber jetzt nochmal der krönende Abschluss des Tages. Für dich ein Vanilleeis, für mich ein Obstsalat. Sieht sehr gut aus, ja. Sieht gut aus, ja, mega. Mit Beeren, mit Erdbeeren. Für mich einen kleinen Obstsalat. Hammer Obstsalat, aber ein gutes Eis wahrscheinlich. Schmeckt gut, ne? Sehr, sehr gut. Ja. Ich danke fürs Zuschauen heute. Sehr Spaß gemacht. Wenn ihr diese Auslandssachen feiert, lasst es unbedingt mit einem Daumen oben. Mich wissen mit einem Kommentar, teilt das Video. Abo auch gerne nochmal einen schönen Gruß da lassen. Ja, vielen Dank für das Zuschauen. Dankeschön. Und herzlich willkommen in Marokko, Land der Gegensätze. Ja. Oase für die Seele. Alles klar, Abo. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.